Eine Schlagzeile in der SVZ gestern lautete: Viermal Schule, dann sind Ferien. Die bringt die Situation auf den Punkt, über die wir hier jetzt reden. Die Corona-Pandemie hat gegenwärtig alle Lebensbereiche in Mitleidenschaft gezogen, so auch das Bildungswesen. Nach den Winterferien begann das zweite Schulhalbjahr zunächst planmäßig am 24. Februar. Nach jedoch nur 3 Wochen wurden die Schulen am 16. März wieder geschlossen, und seitdem produzieren wir jeden Tag, an dem die Schulen nicht zu 100% arbeiten, Unterrichtsausfall in Größenordnung. Auch die derzeitige Regelung erzeugt mehr Unterrichtsausfall, als dass sie das Erteilen von Unterricht ermöglicht. Man sieht, unser Schulsystem war auf einen solchen kompletten abrupten Shutdown überhaupt nicht vorbereitet. Und das, obwohl bereits seit dem Jahr 2012 eine Risikoanalyse der Bundesregierung sogar für den Fall einer SARS-Corona-Pandemie vorliegt, in der auch die Wahrscheinlichkeit von Schulschließungen thematisiert wird. Jedoch dann unterblieb es in der Folge daraus, die konkreten Maßnahmen abzuleiten, und deshalb haben wir jetzt viermal Schule, dann sind Ferien. Mit Maßnahmen meine ich zum Beispiel das Erstellen von Gefährdungsbeurteilungen, die Kriterien sowie Dienst- und Meldewege für ein mehrstufiges geordnetes Herunterfahren des Schulbetriebes festlegt und ebenso für das geordnete Wiederanfahren. Mit so einem Papier kann jeder Schulleiter selbst bewerten, wann eine kritische Situation für das Erreichen einer Stufe für seine Schule vorliegt, und entsprechende Maßnahmen veranlassen. Das gilt für beide Richtungen. Auf diese Weise wäre ein flexibles Handeln im Sinne einer optimalen Risiko- und Schadensminimierung möglich gewesen. Hätte, hätte, Fahrradkette. So beschäftigen uns hier jetzt die Ergebnisse dieses Versäumnisses, und die lauten: viermal Schule, dann sind Ferien. Der unvorbereitete Shutdown hat den Kontakt zwischen Lehrern und Schülern abrupt unterbrochen. Jede Schule ist seitdem weitestgehend auf sich selbst gestellt, mit welchen Mitteln und auf welchen Wegen sie mit dieser Situation fertig werden soll. Eine Schweriner Gymnasiastin hat mir die Situation wie folgt geschildert. Es war ein heilloses Durcheinander. Jeder Lehrer hat seine Schulklassen nach seinem Gusto versucht zu erreichen, der eine per Mail, der nächste über die Schul-Homepage. Weitere Lehrer haben es über verschiedene soziale Medien versucht, Telegram, WhatsApp und so weiter, war hier im Gespräch. Von fahrradfahrenden Lehrern allerdings hat sie mir nichts berichtet. Die Schülerin beklagte bitterlich, wie schwierig es war, den Überblick zu bekommen und dementsprechend alle Kontakte und Aufgaben überhaupt aufzufinden. So bunt gemischt wie die Zugänge für die Schüler, so breit aufgestellt waren dann auch die jeweiligen Anforderungen. Auch der jetzt in Teilen stattfindende Präsenzunterricht wurde von ihr als suboptimal dargestellt. So zum Beispiel müssen Schüler dem Unterricht von Plätzen auf dem Gang bei offener Klassentür folgen. Und das, meine Damen und Herren, sind Zustände an einem Gymnasium. Weiterhin hatte der Shutdown zur Folge, dass Schüler oftmals sich selbst überlassen blieben, bestenfalls noch im Beisein ihrer Eltern, die sich wiederum oft überfordert fühlten und sich jetzt vor die Perspektive gestellt sehen: viermal Schule, dann sind Ferien. Das so wichtige Erklären des Stoffes durch die Lehrkraft, Antworten auf Schülerfragen, Lernerfolgskontrollen und so weiter blieben wegen des fehlenden Präsenzunterrichts auf der Strecke. Im Ergebnis haben viele Wochen Schulschließungen erhebliche Lücken in die Stoffvermittlung gerissen. Selbst kurz davor Gelerntes konnte nicht mehr ausreichend geübt und gefestigt werden. Die jetzigen Pläne des Bildungsministeriums zur schrittweisen Wiederöffnung der Schulen sind gelinde gesagt sehr vage und bringen den Schülern nur einen Bruchteil der regulären Unterrichtszeit, der so bei weitem nicht ausreicht, um die Ausfälle in irgendeiner Weise zu kompensieren. Denn unterm Strich kommt dabei raus: viermal Schule, dann sind Ferien. Ab jetzt verbleiben bei den bestehenden Festlegungen bis zu den Sommerferien noch gut 4 Wochen zum teilweisen Nacharbeiten des Versäumten. Für die letzten Klassen an den Gymnasien beginnen die partiellen Schulöffnungen sogar erst am 3. Juni, also gut 2 Wochen vor den Ferien. Für sie also nicht einmal mehr viermal Schule, dann sind Ferien. Am 22. Juni beginnen regulär die Sommerferien und beenden damit das bis dahin wesentlich nur fragmentarische Unterrichtsgeschehen für dieses Schuljahr gänzlich. Wie soll nun unter derartigen zeitlichen Bedingungen noch eine halbwegs akzeptable Vermittlung des versäumten Lernstoffes erfolgen oder gar eine aussagekräftige Note gebildet werden? Die angekündigte pauschale Versetzung aller Schüler ist jedenfalls nicht der richtige Weg, denn er wird das Scheitern bestenfalls nur ins nächste Schuljahr verlagern.
Denn viermal Schule, dann sind Ferien. Wir beantragen deshalb, dass sich die Landesregierung bei der Kultusministerkonferenz umgehend dafür einsetzt, den Beginn der Sommerferien um einen Monat zu verschieben. Das ist möglich, da in keinem Bundesland die Sommerferien so früh beginnen wie in unserem, nämlich am 22. Juni. Zum Beispiel in Baden-Württemberg beginnen sie erst 5,5 Wochen später, am 30. Juli. Da die Sommerferientermine von der Kultusministerkonferenz schon lange im Voraus geplant und abgestimmt werden wurden, muss die Landesregierung also bei Änderungsabsichten sich an diese wenden, um vor dem Hintergrund der bundesweit bestehenden Ausnahmesituation eine Verschiebung zu erwirken. Was spricht dagegen? Es ist mit Sicherheit davon auszugehen, dass diese Feriensaison sich sowieso grundsätzlich anders gestaltet als die von der KMK bei der bestehenden Ferienzeitplanung zugrunde gelegten Annahmen. Auch würde die von uns geforderte Verschiebung des Ferienbeginns um einen Monat zeitlich auch mit keinem anderen Bundesland unmittelbar zusammenfallen. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns dabei auch noch einen Blick auf die Situation der Abiturienten werfen, denn diesen käme ein verlängertes Zeitfenster in ganz besonderem Maße entgegen. Zum Verständnis hier eine kleine Chronologie. In der ursprünglichen Planung sollten sich die schriftlichen Abiturprüfungen auf den Zeitraum vom 30. März bis 7. Mai, das sind 6 Wochen, erstrecken. Davor hätten eigentlich 5 Schulwochen vom Ende der Winterferien bis zum geplanten Abiturbeginn gelegen. Das heißt vom 24. Februar bis zum 29. März. Von diesen Wochen sind die beiden letzten den Schulschließungen anheimgefallen. Das sind genau die Wochen, die normalerweise der heißen Phase der Prüfungsvorbereitung zuzurechnen sind, also einer Zeit, in der die Lehrer ihre Schüler intensiv auf die Abschlussprüfung vorbereiten. Mit den Schulschließungen begann dann die Zeit der Unsicherheit, wie es mit dem Abitur weitergehen würde. Nichts lief mehr normal. Große Teile der Schülerschaft, vermutlich auch zahlreiche Lehrer, rechneten, nachdem die Schulen nach den Osterferien nicht wieder geöffnet wurden, auch nicht mehr mit einem geordneten Ablauf des Abiturs. Stimmen, die ein Durchschnittsabitur, also ein Abitur ohne Prüfungen, nur auf Grundlage der erzielten Noten forderten, wurden laut und lauter. Als Beispiel sei hier nur der Landesschülerrat genannt. Diese Phase der Ungewissheit bremste dann den Elan vieler Abiturienten und minderte damit die ohnehin schon durch den Unterrichtsausfall beeinträchtigte Qualität ihrer Prüfungsvorbereitung. Inmitten dieser Ungewissheit reagierte dann das Bildungsministerium mit einem unausgegorenen Zeitplan für die schriftlichen Prüfungen, der den dafür vorgesehenen Zeitraum von 6 auf 3 Wochen verkürzen sollte. Dieser Zeitplan wurde am 3. April veröffentlicht und aufgrund von Protesten am 9. April tatsächlich um 3 Tage verlängert. Allerdings wurden die Schulen dann erst am 27. April für die Abschlussklassen geöffnet und am 8. Mai begannen dann schon die Klausuren. Nachdem die schriftlichen Abiturprüfungen nunmehr nach diesem Plan im vollen Gange sind, lässt sich an ihrem Zeitplan nichts mehr ändern. Ändern lässt sich aber der Beginn der mündlichen Prüfungen, um damit ausreichend Vorbereitungszeit auch für eine Konsultation mit Lehrkräften, die ein wichtiges Element in der Abiturvorbereitung sind, einzuräumen. Wir beantragen deshalb folgerichtig Ihre Verschiebung um 2 Wochen auf die Zeit ab dem 15. Juni, also für die mündlichen Prüfungen. Wenn der Beginn der Sommerferien auf den 22. Juli verschoben wird, ließe sich der Zeitraum der mündlichen Prüfungen von jetzt 2,5 auf 4,5 Wochen ausdehnen. Damit entspräche er der ursprünglich dafür vorgesehenen Zeitspanne. Die von uns geforderten Verschiebungen und Verlängerungen werden nicht nur den Schülern mehr Vorbereitungszeit geben, sondern auch den Korrekturen der Klausuren, die nach den jetzigen Plänen ebenfalls unter enormem Zeitdruck stehen. Meine Damen und Herren, nutzen wir den Zeitvorteil, den uns der extrem frühe Ferienbeginn hier offeriert, und folgen Sie unserem Antrag. Ansonsten bleibt es bei viermal Schule, dann sind Ferien. Vielen Dank.